Er spielte bei Richard Strauss am Konz und jeder hat gleich gemerkt, der Bub, der kommt. Ja, der Franzi, der war so begabt, einen solchen haben sie am Konz noch nie gehabt. Er spielte Mozart, Salieri und machte mit Frescobaldi Karriere. Die Soli, so klar und virtuosi. Ein jeder fragte sich, wie macht er das bloßi? Wie trifft er die Töne und Saiten mit den Hämmerchen dazu noch von Weitem? Er spielte im Orchester und auch alleine und auch in Tokio und in Paris an der Seine, in London, in Landau, in Peking, in Stockdorf, in Brien und Naeting. Aber einmal, da saß vorne außen rechts eine Person weiblichen Geschlechts. Nach dem Konzerte gestand sie dem Franze, sie spiele Gitarre und hieße Konstanze. Auch der Franze fand sie ganz nett und lud sie gleich ein zum Duett. Sie spielten lydisch und phrygisch, diatonisch, aber immerzu klang es harmonisch. Und bei der spanischen Romanze, da checkt es auch der Franze. Wenn es schon eine gibt im Leben, dann kann es nur die eine geben. Und er spielte noch rauf. Und fragte sie ganz spontan, no, was ist? Sie zupfte ein weiches I und schluchzte dann, okay. Es begann eine Zeit voller Glück. Der Ton macht eben die Musik. Gab's irgendeinen Streit oder auch Kummer? Dann spielten sie gleich die romantische Nummer. Nach 7 Jahren Romanze, da kriegt der Franzi schon ein kleines Franzi. Und irgendwann sagt dann die Konstanze, du, hey,
jetzt gelangt mir fein das Ganze, gell? Ich habe jetzt genug von der Harmonie. Jetzt haben wir einmal gescheit hin.